Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.johlmedia.de. Heute mit unserem 190. Teil. Wir haben heute die Gelegenheit, das Gleichnis zu Ende zu lesen, das wir letztes Mal angefangen haben und das ein bisschen noch genauer zu studieren. Wir sind nach einigen Wochen des Studiums von Matthäus 18 jetzt am Ende dieses Kapitels angelangt und es gibt ein paar interessante Dinge, die wir heute gemeinsam studieren wollen. Und wir möchten mit einem Gebet starten. Und ihr könnt sitzen bleiben oder niederknien, wie es euch möglich ist. Und dann wollen wir loslegen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir jetzt aus deinem Wort lesen können, dass wir es verstehen dürfen durch deinen Heiligen Geist. Wir möchten dich bitten, dass du uns Kraft schenkst, zu sehen, wie es in unser eigenes Leben zu übertragen ist, dass wir deine Stimme zu unserem Herzen hören. Wir möchten dich bitten, dass du unser Lehrer bist, dass wir zu deinen Füßen sitzen dürfen. Im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf, Matthäus Kapitel 18. Und wir wiederholen ganz kurz, wir sind ganz am Ende dieses Kapitels, beim berühmten Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Könnt ihr euch noch daran erinnern, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt hat? Wie kam er dazu? Genau, Petrus hat eine Frage. Nachdem Jesus erklärt hatte, was man tun soll, wenn ein anderer an mir gesündigt hat, erinnert euch, ja, wenn jemand an dir gesündigt hat, so geh hin, ja, wo Jesus erklärt hatte, wie man mit Menschen, die einem etwas angetan haben, umgehen sollen, wie man versuchen soll, Versöhnung zu erwirken, erst alleine, dann mit zwei oder drei, also mit ein, zwei Zeugen, und schließlich mit der ganzen Gemeinde, stellt Petrus die Frage, wie oft soll ich das tun? Ja, wir haben gelernt, die Pharisäer und die Rabbis zur damaligen Zeit hatten was vorgeschlagen, was war ihre Lehre, wie oft soll man vergeben? Dreimal. Ja, und der Petrus denkt jetzt, weil er Jesus schon kennt und so viel Erfahrung mit Jesus gemacht hat, dass er jetzt möglicherweise schon sehr weit ausholt, als er sagt, bis, wie viel hat er vorgeschlagen? Bis siebenmal, ja. Und Jesus sagt, na, etwas mehr. Nämlich wie oft? Was sagt er in 70 mal 7 mal? Ja? Und da haben wir gesehen, das soll eigentlich ausdrücken, so oft wie Gott vergibt. Und Gott vergibt immer. Wir haben gesehen, Gott vergibt immer und er vergibt sogar gerne. Ja, man muss ihn nicht überzeugen. Es macht ihm Freude zu vergeben. Und wir haben gesehen, aber auch bei Gott gibt es ein Ende sozusagen mit der Vergebung, nämlich dann, wenn wir nicht Vergebung haben wollen. Wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes ablehnen, dann kann er uns nicht vergeben. Das ist das, was auch mit dem Ende der Gnadenzeit gemeint ist, ja, der Sünde gegen den Heiligen Geist. Und so gibt es auch für die Vergebung ein Ende. Nicht, weil Gottes Vergebung selbst ein Ende hat, sondern weil irgendwann der Mensch nicht mehr empfänglich ist für die Vergebung. Und wir haben dabei gesehen, dass es einen ganz entscheidenden Zusammenhang gibt, nämlich die Vergebung, die Gott dem Menschen angedeihen lässt. Ja, also Gott vergibt mir und ich vergebe dem Nächsten. Ja? Und dem Petrus war es nicht ganz klar. Er hat nur die Vergebung gesehen, wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben. Ja? Und Jesus wollte ihm jetzt deutlich machen, auch durch das Gleichnis, dass diese Vergebung hier direkt gekoppelt ist an die. Und der Gedanke, dass Gott mir nur siebenmal vergibt, wäre eine Katastrophe, oder? Wenn ich nur siebenmal Vergebung von Gott bekomme, dann bin ich verloren. Und diesen Zusammenhang hatte Jesus schon mal deutlich gemacht in der Bergpredigt. Ja, vergib unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das Gleichnis jetzt, das er erzählt, soll das illustrieren, nämlich dass es nicht darauf ankommt, wie oft man vergibt, sondern diesen Zusammenhang. Und wir haben gesehen, als Gleichnis wählte er einen König. Ja, und der König hat einen Knecht und dem hat er Geld wohl geliehen und der Knecht soll abrechnen und das kann er nicht, denn es fehlen ihm wie viel? Wie hoch ist seine Schuld? 10.000 Talente. Wir haben gelernt, das ist der höchste Betrag, den man sich in der Antike vorstellen kann. Kein Mensch, selbst der Crassus, war nicht so reich, dass er das hätte bezahlen können. 10.000 Talente sind irrsinnig viel Geld, wenn wir es heute umrechnen würden, haben wir gesagt, sind, weiß jemand noch, wie viel wir das umgerechnet haben? So 4,8, nicht Millionen, sondern 4,8 Milliarden Euro. Und das ist noch leicht gerechnet. Also was haben wir gerechnet? Wir haben gerechnet mit einem Denar für 10 Euro. Ne? Das haben wir gesagt, aufgrund dieses Gleichnisses von Jesus, dass man für einen Tageslohn einen Denar bekommt.
Ich habe jetzt zwischenzeitlich nochmal nachrecherchiert. Es ist sogar so, dass in der Zeit kurz bevor Jesus gelebt hat, in der Zeit von Kaiser Augustus, also bevor Jesus hier gewirkt hat, im Jahre 13 vor Christus, also es ist jetzt nicht so lange vor dieser Geschichte, ja, da sagt man, dass ein Denar sogar 15 bis 25 Euro Kaufkraft hatte. Ja, also man könnte auch sagen, in dem Gleichnis vom Weinberg haben die Leute richtig gut verdient, haben einen guten Tageslohn bekommen. Aber die Idee ist sozusagen, also 4,8 Milliarden, was wir ausgerechnet haben, ist schon eher, sag ich mal, ein niedriger Betrag. Man könnte auch vielleicht sagen, so fast 10 Milliarden oder so, also nur, dass ihr so eine Idee bekommt. Und jetzt lesen wir weiter. Achso, was hat der Mann? Der Mann hat natürlich das nicht bezahlen können. Was hat er gemacht? Als er merkt, er kann nicht bezahlen, er soll verkauft werden, seine Familie soll verkauft werden in die Schuldsklaverei. Was hat der Mann gemacht? Er hat den König gebettelt, ja, und zwar nicht um Gnade, sondern um Geduld. Er hat gedacht, er kann es noch bezahlen. Er kann es irgendwie, wenn er nur genügend Zeit hat, schafft er das zu bezahlen. Und der König hat sofort gemerkt, das geht nicht. Die Schuld ist viel zu groß. Und was macht der König? Was sagt der Text? Was hat der König gehabt? Was hat er gehabt und was hat er gemacht? Das könnt ihr lesen in Vers 27. Was hat der König gehabt, als er ihn sieht? Diesen bettelnden Knecht, der so tief in den roten Zahlen steckt, dass er niemals daraus rauskommt aus eigener Kraft. Was hat der König? Ja, er hat Erbarmen. Er hat Erbarmen mit ihm und weil er mit ihm Erbarmen hat, er lässt ihm die Schuld. Und das ist ein Bild für die Erlösung, oder? Denn wir sind so stark bei Gott verschuldet. All das, was er uns geschenkt hat, was wir nie wieder zurückgeben können, all die Gelegenheiten, die Fähigkeiten, alles, was wir vergeudet haben, die ganze Zeit, dass wir vergeudet haben, die Worte, die wir falsch gesprochen haben, das können wir nie wieder gut machen. Und wir denken vielleicht auch, wenn wir nur lange genug uns anstrengen, können wir irgendwie wieder gut werden. Aber Gott weiß, das wird nie funktionieren. Aber er hat Erbarmen mit uns. Und er vergibt uns. Er befreit uns. Und wir können gehen. Wir sind frei. Ja, frei von der Schuld. Ja, ganz genau. Er muss sich das leisten können. Oder er muss das sozusagen sich selbst dann selbst dafür aufkommen, sozusagen. Das Loch im Staatshaushalt, das muss er selbst sozusagen jetzt dafür einstehen. Auch das deutet an, dass Gott selbst sozusagen die Schuld auf sich nimmt. Ganz genau. Und an der Stelle geht das Gleichnis jetzt weiter. Schaut mal mit mir in Vers 28. Jetzt wird es interessant. Weiter interessant. Wer mag mal Vers 28 lesen? Genau. Also er geht hinaus, er freut sich wahrscheinlich. Meine Güte, ich habe eine riesige Summe Geld erlassen bekommen. Ja, ich bin ein freier Mann, meine Kinder müssen nicht in die Sklaverei, meine Frau muss nicht in die Sklaverei. Wunderbar. Er geht so lang und man hat fast den Eindruck, man kann es nicht genau vom Griechischen sagen, möglicherweise trifft er ihn zufällig. Ja, so, er läuft ihm so quasi über den Weg. Ja, vielleicht hat er ihn gar nicht mal gesucht. Er findet ihn so und er ist ein Mitknecht, ein anderer, ja, der genauso Knecht ist von dem König. Und er schuldet ihm etwas und zwar wie viel? Wie viel schuldet er ihm? Ja, genau, also 100 Denare. Ich dachte früher als Kind, wenn ich die Geschichte gehört habe, ja, in der Kindersabbatschule oder so, dachte ich immer, naja, also das ist bestimmt irgendwie so ein großer Betrag und dann ein paar Cent oder so. Ja. 100 ist bestimmt so eine lächerlich kleine Summe. Das ist nicht ganz der Fall. 100 Denare sind mehr, als ihr denkt. Weil, was haben wir gesagt? Ein Denar? Ah, nee, wir haben gesagt, nee, nicht 10 Euro. Ja, so ein Quatsch. Wir haben gesagt, ein Stundenlohn, ja. Stundenlohn. Von 10 Euro haben wir gerechnet. Das können wir hier streichen. Das sind dann 80 Euro, haben wir gesagt, ne? Und was ist dann sozusagen der... was wären denn 100 Denare? Das wären dann ungefähr 8.000 Euro. Ganz genau. Mir fällt gerade auf, dass hier mit den 15, 25 Euro, das war verkehrt. Das bezog sich auf den Tageslohn, auf den Denar. Also wahrscheinlich ist es ein bisschen weniger. Da habe ich gerade einen Denkfehler gehabt. Also entweder 8.000 Euro oder ein bisschen weniger sozusagen. Ja, so. Aber in den Tausendern sozusagen. Ja. Also stellt euch vor, ihr kommt in die Gemeinde und da gibt es jemanden, der schuldet euch 8.000 Euro oder 2.500 Euro, also mehrere tausend Euro. Würdet ihr sagen, ach, das ist ja eine Kleinigkeit? Was würdet ihr denken?
Nee, das bezahlt man nicht aus der Portokasse, oder? Also das ist ein ziemlich großer Betrag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte nicht 8.000 Euro, die ich einfach so mal ignorieren kann. Ja, brauche ich nicht. Ja. Jemand, der mir 8.000 Euro schuldet, da möchte ich doch gerne, dass ich sie zurückbekomme, oder? Das ist interessant, weil die 8.000 Euro sind ziemlich groß. Aber was passiert, wenn man sie gegen 4,8 Milliarden hält? Könnt ihr sehen, dass sie dann etwas kleiner werden? Dann gehen sie gegen Null. Aber in dem Moment, oder anders gesagt, warum ist der, aber wir werden ja gleich sehen, in welchem Moment werden die 8.000 Euro groß? Wenn ich vergesse, dass mir 4,8 Milliarden erlassen worden sind. Wenn ich vergesse, was ich erlebt habe, wenn er die 4,8 Milliarden aus den Augen verliert, werden die 8.000 Euro plötzlich ziemlich groß. Was will Jesus damit sagen? Er will sagen, die Schuld, die wir uns gegenseitig zufügen, ja? Wenn jemand ein schlechtes Wort gegen den anderen sagt, wenn jemand gelästert hat oder was weiß ich was, ja? Das ist kein Kinkerlitzchen, das ist nicht belanglos, das tut wirklich weh, das ist wirklich schwerwiegend. Nur im Vergleich zu meiner eigenen Schuld vor Gott ist es vergleichsweise wenig. Immer dann, wenn wir aus den Augen verlieren, wie stark wir gegen Gott gesündigt haben, wie viel er uns vergeben muss, dann werden die Fehler der anderen groß. Sie werden groß und bedeutend und wir fühlen uns schwer benachteiligt. Ja? In dem Moment, wenn mir aber bewusst ist, was Jesus für mich getan hat, dann sehe ich die Sache ganz anders. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr sehen, wie sehr sozusagen, also 8.000 Euro sind entweder sehr viel oder sehr wenig, je nachdem, wie stark mir die 4,8 Milliarden im Hinterkopf sind oder nicht. Das heißt also auch, immer dann, wenn in der Gemeinde oder auch in der Familie es Streit gibt und man sich nicht vergeben möchte, ist das eigentlich ein starker Indikator dafür, dass das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, nicht wirklich im Bewusstsein ist. Also man würde immer noch sagen, ja, wir glauben daran, aber es ist uns nicht im Bewusstsein, weil wenn es um ein Bewusstsein ist, dann regiert man anders. Aber jetzt schauen wir mal, was der Mann hier macht. Übrigens, ist euch aufgefallen, was der Mann hier mit seinem Mitknecht macht? Er würgt ihn. Ist dir das aufgefallen? Hat das der König gemacht? Hat der König den Knecht gewürgt? Nee. Er hat nur gesagt, du musst bezahlen, du kannst nicht, ich verkaufe dich. Ja? Aber dieser Mann kommt und er würgt ihn. Könnt ihr euch überlegt, was das bedeuten könnte, dass er ihn würgt? Eine Idee, warum wirkt man jemanden, der einem Geld zahlt? Vielleicht aus Wut, ja? Also die Idee ist, im römischen Recht war es so, dass der Gläubige den Schuldner vor Gericht ziehen durfte. Muss mich korrigieren, wenn ich das Falsches sage, nicht wahr? Sehr genau. Ich habe mit dem Matthias letztes Semester eine Vorlesung gehört über römisches Recht. Das heißt, wenn du Schulden bei mir hast und ich finde dich, dann kann ich dich quasi vor Gericht zerren. Und zwar ziemlich, das heißt damals, also ziemlich buchstäblich zerren vor Gericht. Ja? Also es gibt römische Geschichtsschreiber, die beschreiben, wie jemand an den Hals gepackt hat und ihn vor Gericht zerrt. Und das ist eigentlich die Idee hier. Er würgt ihn also nicht, um ihn umzubringen. Er würgt ihn nicht aus Wut. Er würgt ihn und sagt, ich hab dich jetzt und ich darf das jetzt. Ich wende sozusagen die ganze Schärfe des römischen Rechts an. Ich bringe dich vor Gericht. Du musst es mir bezahlen. Das ist sozusagen die Idee. Gab es im Alten Testament schon die Idee, dass man auch Schulden erlassen kann? Gab es da schon die Idee, dass man Schulden, wenn es besondere Situationen gibt, auch erlassen darf? Soll? Kann? Oder war es im Alten Testament so, alle Schulden müssen bezahlt werden, egal wie? Fällt euch da Geschichten ein? Ja, die Zufluchtsstätten, ja, genau. Wir schauen mal zwei Beispiele an in 5. Mose 15. 5. Mose 15 und dort Vers 2. 5. Mose 15 und dort Vers 2. Dort heißt es, dies ist aber die Ordnung des Erlasses. Jeder Schuldherr soll das Darlehen seiner Hand erlassen, das seinem Nächsten geliehen hat. Er soll seinen Nächsten oder seinen Bruder nicht bedrängen. Denn man hat einen Schuldenerlass des Herrn ausgerufen. Ihr wisst, es gab ja alle
es gab dieses Erlassjahr, ja, alle 7 Jahre soll man einen Schuldenerlass anordnen, steht in Vers 1. Gott wollte damit nicht sagen, dass Menschen ihre Schulden grundsätzlich nicht zurückzahlen sollen, aber er wollte quasi diese Herzenshaltung den Israeliten antrainieren sozusagen. Sie sollten das einüben, dass immer mal wieder es Gelegenheiten gab, wo man zwar theoretisch Schulden hätte einfordern können, rechtlich, aber sozusagen nach dem Gesetz Moses sie Schulden erlassen sollten. Ja? Und zwar, warum sollte man sie erlassen? Was steht in Vers 2? Unter welcher Bedingung sollte man den Bruder nicht bedrängen? Was war passiert? Was war ausgerufen worden? Genau, also die Idee war, wenn der Herr einen Schuldenerlass erlässt, sollst du dann nicht deinen Bruder bedrängen. Ja? Das war natürlich ein Typus, das war ein Gleichnis, eine Illustration dafür, dass wenn Gott Schulden erlässt, sollst du nicht deinen Schuldner bedrängen. Ja? Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ganz bewusst mit Schuld. Ja? Und das war die Idee. Schauen wir noch ein Beispiel an in 5. Mose, in Nehemia 5. Nehemia Kapitel 5, da sehen wir noch einmal diese Idee, dass man auch im Alten Testament eigentlich immer wieder diese Botschaft hat, dass man auch in besonderen Situationen auch Schulden erlassen sollte. Diese Herzenseinstellung, nicht sozusagen das mit Gewalt durchzudrücken. Nehemia 5 und dort Vers 10 und 11. Nehemia 5 und dort Vers 10 und 11. Was heißt es? Ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Ja, reicht eigentlich schon. Oder Vers 11. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume, ihre Häuser zurück, dazu den Hundertsten vom Geld, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Gibt es ihn zurück. Ja, also damit sehen wir hier, das ist eine Situation, wo auch einige Juden so verschuldet sind, dass sie sich verkaufen müssen und andere Brüder sie sozusagen in die Sklaverei verkaufen. Und Nehemia sagt, was, seid ihr verrückt? Wir versuchen, die Juden aus der Sklaverei rauszukaufen in Persien und überall. Und ihr verkauft eure eigenen Brüder, weil sie euch Schulden haben. Erlasst ihnen die Schulden. Ja. Im Geiste des Aufbaus von Jerusalem, im Geiste der Wiederherstellung, diesem Geist von raus aus Babylon, Jerusalem wieder aufbauen, ja, Reformation, Erweckung, in diesem Geist, erlasst doch lieber euren Brüdern die Schulden, als sie sozusagen den Feinden auszuliefern. Und das ist sozusagen eine Haltung, die also Jesus hier nicht sozusagen neu einführt, sondern die man eigentlich im Alten Testament immer wieder sehen kann. Übrigens, wenn wir zurückgehen zu Matthäus 18, dann ist es interessant, dass im Griechischen dieses Wort bezahle sehr hervorgehoben ist, von der Wortstellung her. Also der Mann, der betont, bezahle mir, was du schuldig bist. Im Buch Christi Gleichnisse, das kennt ihr vielleicht, heißt es, wie viele zeigen heute denselben Geist. Als der Schuldner mit seinem Herrn um Gnade, hat er keinen richtigen Sinn für die Größe seiner Schuld. Er hat nicht seine Hilflosigkeit verstanden. Er hoffte, sich selbst befreien zu können. Ja, das ist das, was wir gesagt haben. Und dann sagt sie weiter, sie realisieren nicht ihre Hilflosigkeit, sie akzeptieren die Gnade Gottes nicht als ein freies Geschenk, sondern versuchen, irgendwie sich selbst in Selbstgerechtigkeit aufzubauen. Ihre eigenen Herzen sind nicht gebrochen und gedemütigt wegen ihrer Sünde und sie sind unvergebend anderen gegenüber. Das heißt, da gibt es einen Zusammenhang. Dieser Mann hat zwar Vergebung bekommen, aber er hat gar nicht verstanden, wie groß seine Schuld gewesen ist und deswegen war nicht bereit, anderen zu vergeben. Das Geheimnis also, wie ich anderen vergebungsbereit gegenüber werde, besteht darin, mehr zu verstehen, wie viel mir Gott vergeben hat. Wenn ich das nicht verstehe, wird es mir an Vergebungsbereitschaft fehlen. Das war das Problem von Petrus, das war recht das Problem von den Rabbis. Jetzt gehen wir weiter, Matthäus 18 und dort Vers 29. Was passiert? Matthäus 18, Vers 29. Wer mag lesen? Genau, was fällt euch an dem Vers auf? Was fällt euch auf? Fällt euch irgendwas auf?
Genau, ist genauso wie in Vers 26, oder? Der wirft sich auch vor die Füße und sagt auch, habe Geduld mit dir. Ich will sie bezahlen. Was ist der einzige Unterschied? Beide werfen sich da vor die Füße. Beide sagen, habe Geduld, ich will dir alles bezahlen. Was ist der einzige Unterschied? Genau, in dem Fall hat der Knecht sogar eine realistische Chance. Denn ein paar tausend Euro kann man abbezahlen, wenn man nur lang genug Zeit hat. Ja? Das ist der einzige Unterschied. Ja? Der könnte es eventuell sogar. Bei dem wäre es realistisch vorstellbar. Und das ist interessant. Der Knecht hätte doch realisieren müssen, hey, ich war in der gleichen Lage, oder? Hab das Gleiche durchgemacht. Mir ging es noch, die gleichen Worte gesagt. Aber was ist seine Reaktion? In Vers 30. Was ist seine Reaktion? Wer mag lesen? Vers 30. Heißt es auch, er hatte Erbarmen? Wie der König? Was heißt es? Genau. Er wollte nicht. Was heißt das? Er wollte nicht. Das ist eine Willensentscheidung. Das heißt, wenn uns das Evangelium nicht klar ist, wenn wir nicht verstehen, wie sehr Gott uns liebt, dann wird unser Wille falsche Entscheidungen treffen. Damit unser Wille das so entscheidet, wie Gott es möchte, müssen wir uns unserer eigenen Sündhaftigkeit, Hilflosigkeit und Gottes Evangelium bewusst sein. Nur dann kann unser Wille auch die richtigen Entscheidungen treffen. Er wollte nicht. Das ist eine interessante Sache. Übrigens, kennt ihr jemanden im Alten Testament, dem vergeben worden ist und der dann doch einen Mann Gottes wieder ins Gefängnis geworfen hat? Wo man also genau dieses Prinzip hier, er hat Vergebung bekommen, Gott, er hat Buße getan, Gott hat ihn angesehen, hat gesagt, okay, und dann kurze Zeit später ist er wieder so grausam. Fällt euch da jemand ein, vielleicht zufällig? Jemand, der, bei dem es genauso passiert ist. Ich habe auch nie darüber vor nachgedacht. Zedekia. Aber Jeremia, ja, stimmt, da Jeremia, also ja, der Zedekia ist nicht ganz so böse wie davor. So richtig gut ist er auch nicht, ja. Er bereut es nie wirklich, aber ja, vielleicht noch jemand, der quasi, wo Gott sagt, schau, ich hab auf ihn geblickt. Er hat sich gedemütigt. Und dann kurze Zeit später. Salomo? Saul. Ja, ja, Saul war ja ein ganz treuer Mann, ja, am Anfang. Und dann hat er Sünden begangen, aber er hat diese Sünden nie so richtig ganz bereut. Ja, das ist das Problem von Saul. Er hat am Anfang kleine Sünden begangen, aber nie bereut und dann ging es nur bergab. Ich wäre auch nicht drauf gekommen. Schaut mal mit mir in 1. Könige 21. 1. Könige 21, wir kennen den König eigentlich ziemlich gut. In 1. Könige 21 und dort ab Vers 27. 1. Könige 21 und dort ab Vers 27. 1. Könige 21, ab Vers 27, da geht es um König Ahab. Erinnert euch, Elia, Ahab. Ja? Und von König Ahab heißt es hier in 1. Könige 21, Vers 27, als aber Ahab diese Worte hörte, was hat er gemacht? Da geht es um, genau, eine Gerichtsbotschaft. Zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Echte Buße. Da kann man sehen, es tut ihm wirklich leid. Und was macht Gott? Vers 28. Da ging das Wort des Herrn an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen. Erst zu Lebzeiten seines Sohnes will ich das Unheil über sein Haus bringen. Also, hier haben wir einen Mann, der Gott hat gesagt, nicht wahr, ich kündige dir Unheil an und es tut ihm leid und er möchte das irgendwie wieder gut machen und er betet und fastet und denkt nach und Gott sagt, ich habe das gesehen. Es soll nicht zu deinen Lebzeiten kommen. Könnt ihr sehen? So, jetzt schlagen wir die Seite einmal um. Nächstes Kapitel, Kapitel 22. Und derselbe Ahab, dem gerade sozusagen diese Botschaft von Gott zuteil wird, dass Gott ihn verschont, ja, ihn erlöst sozusagen in der Hinsicht. Schaut mal in Kapitel 22, da gibt es einen Kriegsrat und da kommen viele falsche Propheten und da wird der Micha eingeladen, der Prophet Micha, und der sagt dann die Wahrheit. Und was passiert in Vers 27?
In Vers 27 heißt es, und sage, so spricht der König, das ist Ahab, legt diesen, den Micha, in den Kerker und speist ihn mit Brot der Drangsal und mit Wasser der Drangsal, bis ich in Frieden wiederkomme. Ja, also Ahab, der mag das nicht, dass der Micha ihm die Wahrheit sagt, und weil er so wütend auf den Micha ist, schmeißt ihn ins Gefängnis. Ganz interessante Geschichte. Man könnte fast denken, der Ahab ist so in gewisser Weise eine Illustration dieses Gleichnisses. Übrigens, ist der Ahab in Frieden zurückgekommen? Der ist gestorben in der Schlacht. Und da gab es dann keine weitere Rettung. Das, was er selbst erlebt hat, hat er nicht anderen weitergegeben. Jetzt schauen wir in Matthäus 18 zurück. Matthäus 18 und dort Vers 31. Übrigens, was hat die Bergpredigt, während ihr sucht, was ist die, wisst ihr noch die fünfte Seligpreisung? Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und das ist in der Bergpredigt immer wieder ein Thema und dieses Gleichnis illustriert das wirklich auf den Punkt. Vers 31. Jetzt, was passiert, nachdem er den Mitknecht wegen ein paar tausend Euro ins Gefängnis werfen lässt? Wer mag Vers 31 lesen? Genau. Warum sind die betrübt? Warum sind die betrübt? Die sehen das und denken, das heißt, und sie wurden sehr betrübt. Die sind nicht einfach gegangen und sagen, wir petzen jetzt mal. Es heißt, sie waren sehr betrübt. Warum sind die betrübt? Das ist ungerecht, oder? Das fühlt sich ungerecht an. Wie kann jemand, der so einen Segen bekommen hat, so hartherzig sein, ne? Ungerechtigkeit. Ja. Kennt ihr noch andere Menschen in der Bibel, von denen das heißt, dass sie traurig gewesen sind, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie Gott sich's wünscht? Menschen, die traurig waren, die betrübt waren, weil sie Unrecht gesehen haben, Ungerechtigkeit. Fällt euch da Leute ein? Jemand, der betrübt gewesen ist, weil er ungerecht... David? Ja, genau, der sagt das sogar. Hast du eine spezielle Geschichte vor Augen, oder... In den Psalmen, ganz genau. Schlagt mal mit mir Psalm 119 auf. Ja, ganz genau. Ja, wir haben ein paar ganz deutliche Aussagen in Psalm 119. Ihr wisst, das ist der längste Psalm der Bibel, Psalm 119 und dort Vers 136. Psalm 119, Vers 136. Da heißt es, Tränenströme fließen aus meinen Augen. Warum? Weil man dein Gesetz nicht befolgt. Kann man sich mal selbst die Frage stellen, wie oft habe ich schon geweint, weil andere das Gesetz gebrochen haben? Also nicht unbedingt, weil in mir ein Schaden entstanden ist, sondern einfach nur, weil ich es so traurig finde, dass Gottes Gesetz gebrochen wird. Ja? David sagt an dieser Stelle, ich weine, Tränenströme fließen aus meinen Augen, weil Gottes Gesetz gebrochen wird. So lieb hat er das Gesetz gehabt. Es hat ihn traurig gemacht, wenn es gebrochen wird. Im gleichen Kapitel, wenn ihr im Psalm 119 seid, können wir noch zu Vers 158 gehen. In 158, das ist ein bisschen deutlicher formuliert, da heißt es, wenn ich die Abtrünnigen ansehe, empfinde ich Abscheu, weil sie dein Wort nicht bewahren. Und hier haben wir auch diese Idee, ja, dieser Mann, der hat das Evangelium kennengelernt, aber bewahrt es nicht, er behält es nicht, ja, er hat es selbst davon profitiert, aber er bleibt nicht dabei. Und das macht die Leute, das macht die Mitknechte traurig. Kennt ihr im Neuen Testament jemanden, der traurig geworden ist, weil er über Sünde geweint hat? Jesus selbst, oder? Das heißt, er hat geweint, als er ihre Herzenszärtlichkeit sah. Er weint über Jerusalem, oder? Weil die nicht Jerusalem hatte genau das gleiche Problem, oder? Hatte Gott Jerusalem gesegnet? Hatte Gott das Volk Israel gesegnet? Haben sie das weitergegeben, den Segen an andere? Haben sie ihre Mitmenschen behandelt, wie Gott sie behandelt hat? Nein, ganz im Gegenteil, sie waren genauso. Ja, Gott hat ihnen seinen Segen gegeben, seine Vergebung, aber sie haben gesagt, dreimal vergeben, mehr nicht. Ja.
Sie hatten diesen Geist, ja, bloß nicht zu viel vergeben, ja. Und das Evangelium, ja, nicht anderen Heiden weitergeben, ja, nur für uns. Ja, nicht anderen die Gnade weitergeben. Und Jesus sieht das und er weint auch. Übrigens, Paulus sagt das auch, oder? Paulus sagt, er hat sogar gesagt, in Römer 9 sagt er, ich habe mir gewünscht, verflucht zu sein. Weg von Christus, anathema. Für meine Landsleute, ja, dass die irgendwie zur Erkenntnis kommen. Er war so traurig darüber, dass sie das nicht verstanden haben. Und jetzt kommt das Ganze von dem König. Und was sagt der König in Matthäus 18? Wie reagiert der König? Wir lesen mal Vers 32 und 33 zusammen. Das passt dann vielleicht ganz gut. Matthäus 18, Vers 32 und 33. Wer mag lesen? Vers 32 und Vers 33, Matthäus 18. Ganz genau. Was fällt euch auf hier an diesen beiden Versen? Fällt euch irgendwas auf? Was, über was ihr stolpert so beim Lesen? Oder was euch so auffällt? Fällt euch irgendein Ausdruck besonders auf? Ja, genau, er sagt, ich habe dir die ganze Schuld erlassen, ja, jene ganze Schuld. Und das ist so, nochmal so, so groß wie war, 10.000 Talente, ja, Milliarden, ja? Habe ich dir erlassen. Fällt noch was ein? Genau, solltest du dich aussuchen, das ist wieder genau dieser Zusammenhang, ja. Ich habe dir vergeben, du solltest auch vergeben. Gott erwartet von uns, dass weil wir vergeben haben, auch anderen vergeben. Weil durch die Vergebung, warum erwartet Gott das eigentlich von uns? Jetzt mal davon abgesehen, warum erwartet Gott von uns, dass wir anderen vergeben? Warum wünscht sich Gott, dass ich anderen vergebe? Er hat mir vergeben, genau. Und was hat Gott davon, wenn ich anderen vergebe? Klar, also er hat mir vergeben, aber was hat Gott davon, wenn ich anderen vergebe? Wenn ich meinem Bruder vergebe, hier, was hat Gott davon? Ganz genau, indem ich nämlich sozusagen das weitergebe, was ich erlebt habe, indem ich meinem Nächsten vergebe, kann durch meine Vergebung der andere, der vielleicht Gott noch nicht kennt, Gott kennenlernen. Wenn ich die Vergebung nur für mich selbst haben möchte, weil ich ein reines Gewissen haben möchte, damit ich in den Himmel komme, aber sie nicht weitergebe, dann blockiere ich sozusagen den Weg zwischen dem anderen Menschen und Gott. Und deswegen erwartet Gott, dass wir den Segen auch weitergeben, dass wir auch, weil damit die Menschen ihn kennenlernen. Ja? Und deswegen ist dieser Zusammenhang, den wir hier sehen, der ist total entscheidend. Man kann ihn gar nicht mehr als genug betonen. Wir haben es ja schon mehrmals gesagt. Mir ist noch was anderes aufgefallen. Er sagt zu ihm, du böser Knecht. Es gibt noch eine Stelle im Neuen Testament, wo jemand sagt, du böser Knecht. Fällt euch noch eine andere Stelle ein? Du böser Knecht. Und zwar auch in einem Gleichnis. Genau. Später wird Jesus das Gleichnis erzählen von den Talenten. Ja, einer bekommt 5 Talente, einer bekommt 2 Talente, einer bekommt 1 Talent. Ja, und der mit den 5 Talenten macht was daraus? Macht 10 Talente raus. Ja. Übrigens, habt ihr auch ein Gefühl dafür, was der hier falsch gemacht hat, wenn er 10.000 Talente schuld hat. Ja. Der bekommt 5 Talente. Der 2, was macht der mit den 2 Talenten? Verdoppelt, es macht 4. Und dann bekommt einer 1 Talent, was macht er damit? Er vergräbt es. Er will nicht damit handeln. Er will es nicht benutzen sozusagen. Ja. Er hat das von Gott, also von dem König bekommen, von dem Herrn, er vergräbt es. Und dann nennt der König oder der Herr ihn, du böser und fauler Knecht. Das ist genau hier auch. Du böser Knecht. Er nennt ihn nicht böser Knecht, als er 10.000 Euro Schulden hatte, 10.000 Talente. Da sagt nicht, du böser Knecht. Das wäre vielleicht auch angemessen gewesen, aber das Böse hier zeigt sich daran, dass er etwas, was Gott ihm gegeben hat, jetzt für sich behält.
also der König, was Gott der König gegeben hat, ihm für sich behält. Wir gehen am Ende nicht verloren, weil wir gesündigt haben, sondern weil wir gesündigt haben, das Evangelium kennengelernt haben, aber nicht ausgelebt haben. Deswegen gingen Menschen verloren, weil sie etwas von Gott verstanden haben, aber es nicht ausgelebt haben. Und sie damit sagen, ich möchte nicht, dass mir geholfen wird. Und das ist genau das Problem hier. Er hat die Vergebung erlebt und sie dann doch wieder verloren. Und dieses Gleichnis zeigt unmissverständlich, dass jemand gerettet sein kann, Erlösung erleben kann, von seinen Schulden wirklich befreit ist und dann doch wieder am Ende verloren gehen kann, weil er nicht dabei bleibt, weil seine Taten beweisen, dass er es gar nicht wirklich schätzt. Ja, also ihr wisst vielleicht, es gibt in der Christenheit manchmal, einige Christen haben diese Idee von einmal gerettet, immer gerettet. Ja, also ich habe einmal mich taufen lassen, ich habe einmal mein Leben Jesus übergeben, jetzt kann ich nicht mehr verloren gehen. Aber Matthäus 18 ist ein ganz machtvolles Zeugnis dagegen. Ich kann frei aus dem Gottesdienst gehen, Gott hat meine Schuld vergeben, aber wenn mein Leben danach genauso böse ist wie vorher, dann nützt es gar nichts. Dann habe ich das Evangelium zwar in Anspruch genommen, aber nicht wirklich in mein Herz gelassen. Ja. Und dann nützt es nichts. Genau. Übrigens, dann lesen wir noch in Vers 34. In Vers 34, wer mag Vers 34 lesen? Genau. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben das letzte Mal schon gesagt, denn auch im Zusammenhang mit dem Buch Christi Gleichnisse, dass in so einem Gleichnis manchmal auch Details drin sind, die nur zur Ausschmücken dienen. Ja? Die jetzt also nicht deutlich machen, dass Gott hier irgendwie Folterknechte hat und irgendwie dann wie im Mittelalter ja so irgendwie die Leute foltert. Das ist nicht gemeint. Aber ihr wisst auch, da kommen wir gleich zu. Interessant ist, das ist ja auch gar nicht sozusagen eine Folterkammer, die gemeint ist. Sondern wir wissen aus der römischen Geschichte, was man manchmal gemacht hat. Wenn jemand Schulden hatte, dann wurde er manchmal nicht in die Schuldsklaverei verkauft, sondern der Livius berichtet von einem alten Kenturion, also so einem Hauptmann, der wurde nicht verkauft, sondern der wurde in ein Arbeitshaus gebracht, so eine Art Arbeitslager. Und er musste sozusagen so lange arbeiten, bis er sozusagen die Schuld abgearbeitet hatte. Und in diesem Arbeitslager gab es Aufseher, die jetzt nicht besonders zimperlich gewesen sind, sondern die oft die Leute geschlagen haben, weswegen man also quasi von Folter spricht. Also nicht im Sinne von wie im Mittelalter, wo man quasi Geständnisse rausgepresst hat, sondern einfach so ein Arbeitslager, wo die Leute extrem schlecht behandelt worden sind. Ja, so ein Konzentrationslager fast oder so. Also nicht in dem modernen Sinne, aber so, ihr wisst, wie ich meine. Und das ist sozusagen die Idee hier, sozusagen, dass er, wenn ihr das seht, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig gewesen war. Er muss sozusagen das abarbeiten. Und weil seine Schuld so hoch ist, wissen wir jetzt schon, er wird darin sterben, weil er wird niemals so viel arbeiten können, dass er diese Schuld abbezahlen kann. Ihr wisst vielleicht, es gibt in der Offenbarung eine ganz, ganz interessante Passage, und zwar in der dreifachen Engelsbotschaft im ewigen Evangelium, in Offenbarung 14. In Offenbarung 14 und dort Vers 9 bis 11. Diese Endzeitbotschaft, wo das ewige Evangelium durch den Himmel fliegt und es heißt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet den an, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Da heißt es ab Vers 9 in der dritten Engelsbotschaft, und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird er auch von dem Blutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Also hier wird auch deutlich, es geht hier nicht sozusagen, dass Gott Leute einfach so wie in der Folterkammer quält. Nein, nein. Es geht darum, dass sie sozusagen jetzt die Schuld wird wieder auf sie gelegt. Sie müssen quasi ihre Schuld tragen. Und das können sie nicht. Sie werden am Ende ewig sterben. Ja, sie sterben sozusagen dann unter ihrer Schuld. Das wäre ein eigenes Thema, das nochmal ausführlich zu studieren. Aber da sehen wir es ganz deutlich. Also was ist das Grundanliegen? Schauen wir in Matthäus 18 und dort Vers 35, der letzte Vers. Da macht jetzt Jesus deutlich, was er mit diesem Gleichnis sagen wollte. Und das ist ja sehr, sehr offensichtlich. Matthäus 18, Vers 35. Hm.
Genau. Genau. Und was ist jetzt der entscheidende Passus hier? Was ist die entscheidende Phrase in Vers 35? Worauf kommt es eigentlich an hier? Welche Worte sind die wichtigsten? Ja, genau, das ist dieser Zusammenhang, den wir gesehen haben, nicht wahr? Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ganz genau. Es gibt eine kleine Phrase hier, die richtig den entscheidenden Unterschied macht. Von ganzem Herzen. Was Gott sich wünscht, ist, dass wir von ganzem Herzen vergeben. Nicht einfach nur mechanistisch so, okay, ich muss vergeben. Ja, es tut mir leid. Ja, wie manchmal, ihr wisst, wie manchmal Kinder Vergebung sagen, ja? Weil der Papa dann daneben steht und sagt, jetzt entschuldige dich, ja? Das Kind sagt, Entschuldigung. Ja, wollte ich nicht. Ja. Da weiß man schon, das ist, kommt nicht so wirklich von Herzen. Ja, manchmal ist es auch wichtig, man muss es dem Kind beibringen. Ja. Aber Gott sehnt sich nicht danach, dass wir sagen, okay, lieber Bruder, es tut mir leid. Ja, ja. Sondern, dass wir wirklich von Herzen uns entschuldigen. Und woher kommt dieses von Herzen? Das kommt hiervon. Nur wenn wir verstehen, wie sehr wir vor Gott eigentlich schuldig wären, wenn Jesus nicht für uns gestorben wäre, nur dann sind wir bereit zu vergeben und uns zu entschuldigen und wirklich von Herzen Vergebung zu haben. Und deswegen hat die Ellen White nicht umsonst gesagt, sollten wir jeden Tag mindestens eine Stunde uns mit dem Tod von Jesu beschäftigen. Nicht, weil wir sonst vergessen würden, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, sondern weil uns sozusagen das gar nicht so bewusst ist für den Alltag, was das eigentlich bedeutet und was das mit unserem Leben machen sollte. Und wie wir andere Menschen behandeln sollten. Würdet ihr nicht auch denken, dass wir uns jeden Tag mindestens eine Stunde Zeit nehmen, über den Kreuzestod von Jesus nachzudenken, dass wir schneller bereit wären zu vergeben im Alltag, dass wir schneller bereit wären, wieder auf Harmonie hinzuarbeiten? Und genau das will Jesus eigentlich hier deutlich machen. Ja. Übrigens, dieses Gleichnis soll natürlich nicht bedeuten, nur dass wir uns nicht missverstehen, dass man niemals auch Geld zurückfordern darf, wenn man jetzt Schulden gemacht hat. Ja, also man darf dieses Gleichnis nicht missanwenden. Nicht so nach dem Motto, okay, leih mir mal 10.000 Euro und wenn du sie wieder haben willst, sage ich, hast du noch nie Matthäus 18 gelesen? Ja, das ist nicht gemeint. Ja, also die Bibel ist sehr deutlich, dass wir unsere Pflichten erfüllen sollen, ja, und es auch Gerechtigkeit geben soll. Es will ja nur einen Punkt machen. Ja, also nicht in falschen Hals bekommen das Gleichnis und sagen, okay, jetzt kann jeder machen, was er will. Das ist natürlich ganz und gar nicht der Fall. Lesen wir zum Abschluss noch Sprüche 21. Sprüche 21 und dort Vers 13. Da wird eigentlich ganz schön zusammengefasst, was eigentlich Jesus hier sagen will. Und wieder sehen wir, wie schon so oft hier in diesem Studium, das, was Jesus im Neuen Testament sagt und lehrt, hat er aus dem Alten Testament. Ja. Sprüche 21 und dort Vers 13. Das ist zwar jetzt nicht direkt mit Schulden, aber so das Prinzip dahinter wird sehr deutlich. Wir haben auch mal lesen, Sprüche 21, Vers 13. Genau. Und das ist genau, was passiert ist, nicht wahr? Der arme Mitknecht hat geschrien, bitte vergib mir doch, ja, ich habe 100 Denaren Schulden, ich habe mehrere tausend Euro Schulden, aber bitte, nicht mal vergib mir, sondern gib mir Zeit, ja, hilf mir, dass ich es bezahlen kann, ja. Und er hat seine Ohren verstopft, hat gesagt, nee, interessiert mich nicht, ich mache einfach, was rechtens ist, ja. Aber dann konnte er auch nicht erwarten, dass Gott ihm weiterhin vergibt. Und das ist sozusagen die Idee. Gott vergibt uns nicht, weil wir anderen vergeben, aber er vergibt uns, während wir anderen vergeben sozusagen. Ja. Die Vergebung Gottes ist immer sozusagen an erster Stelle. Aber wenn wir nicht anderen vergeben, dann kann Gott seine Vergebung nicht weiter uns angedeihen lassen, weil wir sie eigentlich ja gar nicht haben wollen. Und als allerletzter Vers in Jakobus 2. Jakobus Kapitel 2 und dort Vers 13. Könnt ihr sehen, dass Matthäus 18 eine echte Endzeitbotschaft ist? Eine Botschaft für das Gericht? Du böser Knecht ist ja auch, wir haben gesehen, das Gleichnis von den Talenten hat das Gleiche, du böser Knecht, das ist ja auch ein Endzeitgleichnis. Wenn wir in der Endzeit bestehen wollen, wenn wir vor Gott bestehen wollen, vor dem himmlischen Gericht,
dann müssen wir lernen, regelmäßig, konstant über das Evangelium nachzudenken, weil indem wir über das Evangelium nachdenken, werden wir ein Leben führen, das so barmherzig ist, dass auch wir Barmherzigkeit im Gericht erhalten können. Das zeigt uns also, Gottes Barmherzigkeit steht am Anfang. Er hat Barmherzigkeit mit uns und deswegen vergibt er uns. Und dann wünscht er sich, dass wir diese Barmherzigkeit anderen weitergeben. Und wenn wir das tun, ist er auch noch im Gericht weiterhin barmherzig, mich der Barmherzigkeit, die er am Anfang gehabt hat. Da sieht man sehr schön, wie das Gericht letztendlich unseren Glauben offenbart. Ja, und wie das Gericht und das Evangelium zusammenhängen. Also halten wir fest, das Wichtigste, was wir lernen können aus diesem Gleichnis ist, uns wirklich bewusst zu machen, wie viel Gott uns vergibt. Und dann diese Vergebungsbereitschaft, die wir bei Gott erlebt haben, anfangen zu reflektieren zu anderen Menschen. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, werden wir sehen, wie Gott unser Leben benutzen kann, um noch viele Menschen auf Jesus hinzuweisen. Wollen wir noch gemeinsam beten zum Abschluss? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir über dein Wort nachdenken durften. Danke, dass dieses Gleichnis uns so unmissverständlich zeigt, dass, damit wir wirklich ein christliches Leben leben können, wir wirklich von ganzem Herzen unseren Blick auf das Kreuz richten müssen und verstehen, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns persönlich getan hat. Und dass, wenn wir diese Liebe sehen und die Größe der Schuld, die er uns erlassen hat, dann werden wir uns das wirklich verstehen und annehmen. Dann werden wir auch anderen Menschen so vergebungsbereit entgegentreten. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst im Alltag, dass wir uns erstens daran erinnern, was du für uns getan hast, und zweitens, dass wir, wenn wir in Situationen sind, wo andere uns etwas Schlechtes getan haben, wo wir ihnen vergeben müssen, dass wir es gerne tun, von Herzen und nicht erzwungen, weil wir eine lebendige Erfahrung mit dir haben und deiner Vergebung. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.